Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein zweites Gesetz zur Änderung des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes, Drucksache 19/6649 zu 19/6162. Berichterstatter ist Abg. Franz. Ich bitte um Berichterstattung. Die Beschlussempfehlung lautet: Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bei Enthaltung der LINKEN und der FDP den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/6632 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Franz. Ich würde aber gerne erst mal dann auch den Antragstellern erst das Wort lassen, selbst wenn Sie Ihren Wortmeldung schon abgegeben haben. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten, und ich möchte Herrn Bauer von der CDU bitten, das Wort zu ergreifen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie alle kennen den Spruch von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. Und es verwundert deshalb nicht, dass auch das Sterben geregelt ist und auch die Beerdigungen und die entsprechenden Friedhofssatzungen natürlich eine rechtliche Grundlage brauchen. Wir haben in unserem Gesetzentwurf 3 Regelungsbereiche neu gefasst. Zum einen schaffen wir eine rechtliche Grundlage in der neuen Satzung, in dem neuen Gesetz, damit Kommunen in ihrer Satzung ein Verbot von Grabsteinen und Grabsteinumfassungen aussprechen können, die von Steinen ausgehen, die eben nachweislich nicht ohne Kinderarbeit hergestellt worden sind. Das ist eine wichtige ethische und moralische Regelung, die wir optional den Kommunen jetzt ermöglichen, dass das in ihren Satzungen festgeschrieben wird. Der zweite Regelungsaspekt ist eine Regelung zur Bestattung von Embryonen. Auch hier ein wichtiger Schritt, wie wir finden, um dem ungeborenen Leben Würde zu geben. Hier haben wir klare Regelungen für ein Bestattungsrecht und für eine Bestattungspflicht eingeführt. Und in einem dritten Bereich regelt das Gesetz die Qualität der Leichenschau, die durch entsprechende Regularien verbessert wird. Am 7. Juni haben wir zu dem Gesetzentwurf eine Anhörung durchgeführt und entsprechende Anregungen bekommen hier im Hessischen Landtag. Wir haben die Betroffenen zu Wort kommen lassen, die aus beruflichen Gründen, etwa Rechtsmediziner, Bestatter oder Gärtner oder Mediziner, oder eben aus verwaltungstechnischen Gründen, wie die Gemeinden und die Städte oder auch die Kirchengemeinden, mit dieser Materie befasst sind. Wir haben deshalb hier einige Änderungen eingearbeitet, die ich ganz kurz zumindest erwähnen möchte. Und zwar erlauben wir künftig auch, dass auf Friedhöfen in eigener Verwaltung von Kirchen oder Religionsgemeinschaften oder Weltanschauungsgemeinschaften zukünftig nicht nur deren Mitglieder, sondern auch deren Angehörige, also die selbst kein Mitglied sind, bestattet werden können. Diese Anregung kam von den Kirchengemeinden selbst. Und eine zweite Änderung führen wir herbei, dass wir auf die Anregung des Bundesgesetzgebers eine Änderung der personenstandlichen Abgrenzung von Tod und Fehlgeburten vornehmen und uns dieser Definition anpassen. Und zwar ändern wir das ab, dass wir definieren, dass wir von einem totgeborenen Kind eben dann sprechen, wenn zum einen das Erreichen der 24. Schwangerschaftswoche erreicht wurde oder ein Gewicht von mindestens 400 Gramm erreicht wurde. Diese Option will der Bundesgesetzgeber demnächst ins Personengestandsgesetz übernehmen. Und es gibt hier einen entsprechenden Ansatz, dass wir das rechtlich harmonisieren und dementsprechend auch unsere Regelung im Vorgriff auf die Bundesregelung entsprechend anpassen. Ergänzend dazu werden wir auch die Übermittlungswege des Leichenschauscheins rechtlich regeln. Das Standesamt wird diesen zur Beurkundung des Todesfalls zuerst erhalten, bevor er an andere Stellen weitergeleitet wird. Und weniger streng wollen wir aufgrund von Anregungen aus der Anhörung die nötige Beschaffenheit des Behältnisses für den Leichentransport regeln. Statt eines gut abgedichteten Sarges soll für den Transport künftig ein gut abgedichteter Transportsack oder auch ein Leichensack genügen. Wir werden auch berücksichtigen, was in den Anhörungen zur Bestattungsfrist geäußert wurde. Statt der ursprünglich vorgesehenen Frist von 6 Wochen als Bestattungszwang für Urnen sind nun 9 Wochen vorgesehen. Und die Bedenken, dass die ursprüngliche Frist zu knapp bemessen sei, dem wird also entsprechend Rechnung getragen. Was die Frage der Umbettung von Leichen oder Urnen anbelangt, so wurde vorgetragen, dass die gesundheitlich unbedenkliche Umbettung einer Urne, anders als die Körperbestattung, eben keines Einvernehmens mit dem Gesundheitsamt bedürfe. Und das wird jetzt entsprechend auch gesetzlich klargestellt.
Letzte Änderung ist die Regelung im Personenstandsgesetz. Die soll auch nun künftig die Friedhofs- und Bestattungsgesetze umfassen und bei der Datenübermittlung den letzten Wohnsitz und eben nicht die letzte Anschrift des Verstorbenen übermitteln. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir mit diesen Anpassungen und entsprechend eingearbeiteten Änderungen nun eine angemessene Regelung gesetzlicher Art gefunden haben für ein nicht ganz einfaches Problem. Ich bitte entsprechend um Ihre Zustimmung. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Nun hat Herr Kollege Franz von der SPD-Fraktion das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für die SPD-Fraktion möchte ich auf der Grundlage des Gesetzentwurfs, der Anhörung und den vorliegenden Änderungsanträgen der Koalition zum Friedhofs- und Bestattungsgesetz auf folgende Punkte kurz eingehen. Der Kollege Bauer hat ja am Anfang über die Formulare gesprochen. Es ist ja auch geregelt worden, dass die Formularbeschreibung rauskommt aus dem Gesetz und eine Ermächtigung für das Ministerium gibt. Das ist sicherlich vollkommen richtig. Eigentlich die Formularbeschreibung haben wir im Gesetz nichts zu suchen. Die Beibehaltung des Friedhofs- und Bestattungszwanges gibt sowohl den Betreibern der Friedhöfe, also den Kirchen und den Kommunen, eine gewisse Sicherheit zur wirtschaftlichen Führung. Auch Bestattungsunternehmen, Steinmetzbetriebe, Gärtnereien oder andere Dienstleistern wird damit ein gewisser Marktanteil eröffnet. Zweitens. Ziel der Novellierung des Gesetzes ist unter anderem die Einführung der sogenannten zweiten Leichenschau. Vor der Einäscherung in einem Krematorium halten wir das für ein durchaus wirksames Instrument, damit unentdeckte Tötungsdelikte oder Todesursachen überhaupt erkannt werden können. In Hessen sterben jedes Jahr ca. 65.000 Menschen. Mittlerweile beträgt der Anteil der Einäscherungen 65%. Das bedeutet über 42.000 Mal die Durchführung einer zweiten Leichenschau. Es gibt ja in Hessen 9 Krematorien. Ich will nur auf eine Besonderheit hinweisen. Die große Stadt Frankfurt hat kein Krematorium. Die nutzen das Offenbacher in Obertausend. Vielleicht noch so nebenbei. Ja, jetzt ist es so, dass unsere Bedenken, die wir ja schon vorher formuliert hatten, ob diese personellen Leistungen von den beiden öffentlichen Instituten der Rechtsmedizin in Frankfurt und Gießen oder deren Beauftragte personell zu leisten sei, wurden von Prof. Fairhoff und Prof. Risse in der Anhörung eindeutig entkräftet. Jeweils 2 Stellen an beiden Standorten würden nach Ihrer Einschätzung ausreichen, um den Mehraufwand abzudecken. Die Definition einer Leiche, also mindestens 500 Gramm oder das Erreichen der 24. Schwangerschaftswoche, folgt einer einheitlichen Definition durch das Personenstandsrecht des Bundes, das zwar noch nicht beschlossen worden ist, aber mit den Bundesländern scheinbar im Vorfeld abgestimmt ist, sodass man also diese Regelung auch gleich übernommen hat. Auch das findet unsere Zustimmung. Zum Thema Bestattungsfrist für Urnen stelle ich Folgendes fest. Die Anhörung hat klar ergeben, dass die im Gesetzentwurf vorgesehene Frist von 6 Wochen zu knapp bemessen ist. Fristverlängerungen auf 3 Monate oder länger wurden vorgebracht. Der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen sieht jetzt vor eine Frist von 9 Wochen. Hier wird die Praxis zeigen, ob das auf die Dauer Bestand hat oder ob eventuell hier nachgebessert werden muss. Die alleinige Zuständigkeit des RBIT Kassel für Ausnahmeregelungen bei Urnenbestattungen macht Sinn, weil dadurch gleiche Sachverhalte möglichst einheitlich bewertet werden können. Der § 6a befasst sich mit dem Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit bei der Herstellung von Einfassungen oder Grabsteinen. Wer wollte etwas dagegen haben? Allerdings kommt die Regelung nicht über einen rein deklaratorischen Charakter hinaus. Professor Eberlei hat als Sachverständiger in der Anhörung auf 3 wesentliche Punkte hingewiesen. Satzungsermächtigung an die Kommunen nur als Kannbestimmung. Keine Nennung qualifizierter Organisationen, um die Ausstellung fragwürdiger Siegel zu unterbinden. Und insbesondere der Absatz 3a im Gesetz. Die Steinmetzbetriebe können sich quasi selbst bescheinigen, dass ihnen zu diesem Sachverhalt keine Anhaltspunkte vorliegen. Die eigene Ahnungslosigkeit zu erklären, reicht, um die Vorgaben des Gesetzes zu erfüllen.
Mit dieser Regelung ist das nur noch reine Symbolpolitik, urteilt Prof. Eberlei. Da kann man leider nichts anderes feststellen. Abschließend möchte ich noch Folgendes festhalten. Die Einstellungen zu Formen der Bestattung und der Erinnerungskultur verändern sich in unserer Gesellschaft sehr schnell. Das hängt mit praktischen Erwägungen zusammen, weil die Lebensräume der Angehörigen oft weit verstreut sind und damit auch ökonomische Aspekte in den Vordergrund rücken. Viele wollen z.B. die Aushändigung der Urnen ohne Bestattungszwang oder die Herausgabe eines Teils der Asche für die Herstellung eines Diamanten. Andererseits gibt es religiös bedingte Begehren, denen auch durch entsprechende Abwägungen Rechnung getragen werden soll. Im Islam soll z.B. der Verstorbene innerhalb von 24 Stunden bestattet werden. Und gleichzeitig gilt auch das Prinzip der ewigen Ruhe. Alles Konfliktsituationen, die wir lösen müssen. Ohne Bereitschaft zu Kompromissen, Verständnis und Toleranz lassen sich ethische und religiöse Grundeinstellungen nicht lösen. Daher ist ein solches Gesetz immer eine Momentaufnahme für diesen gesellschaftlichen Konsens. Dieser Grundkonsens ist nach unserer Einschätzung gegeben, und deshalb können wir auch diesem Gesetz zustimmen. Eine Weiterentwicklung und Anpassung wird sicherlich von Zeit zu Zeit vonnöten sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Franz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Greilich von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich kann es bei diesem Gesetz noch kürzer machen als bei dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz, zumal ich mich im ganz Wesentlichen teilweise auf den Kollegen Franz, vor allem aber auch auf den Kollegen Bauer beziehen kann, die beide sehr viel Richtiges hier zu diesem Gesetzentwurf schon gesagt haben. Ich will nur einen Punkt noch einmal aufgreifen. Ich werde das nicht alles wiederholen, was Sie gesagt haben. Ich will einen Punkt noch aufgreifen, der uns in der Tat beschäftigt hat, weil die Stellungnahmen in der Anhörung dort auch auf Problempunkte hingewiesen haben. Das ist die Frage der Beteiligung der niedergelassenen Ärzte bei der Leichenschau. Wir haben hier jetzt vorgesehen im Gesetz, so wie es vorgelegt ist, dass jeder niedergelassene Arzt auf Verlangen zur Leichenschau verpflichtet ist. Dazu gab es durchaus kritische Stimmen in der Anhörung, auch mit teilweise sehr nachvollziehbaren Argumenten, wenn ich etwa an die Kassenärztliche Vereinigung denke oder auch an die Landesärztekammer. Es gibt zwei wesentliche Punkte, über die man immer wieder in dem Zusammenhang nachdenken muss. Das eine ist die Frage der ausreichenden Qualifikation niedergelassener Ärzte, die keine entsprechende Spezialausbildung haben. Und das Zweite, was daran hängt, ist natürlich, und da haben die Hausärzte darauf hingewiesen, die Frage der nicht angemessenen Vergütung für diese Leistung, die dort abgefordert wird. Wir haben das alles zur Kenntnis genommen. Wir haben uns trotzdem entschieden, sowohl Ihrem Gesetzentwurf, dem Gesetzentwurf in der Fassung Ihres Änderungsantrags, so rum ist es richtig formuliert, zuzustimmen, weil wir in der Tat wahrgenommen haben, Sie haben in diesem Falle die Anregungen, die Hinweise aus den Anhörungen, soweit das vernünftig umsetzbar war, auch in Ihren Änderungsantrag aufgenommen. Deswegen und da, Herr Minister, sollten Sie einfach einmal zur Kenntnis nehmen. Für uns geht es hier nicht um Wahlkampf oder um irgendwelche Auseinandersetzungen, sondern wir haben manchmal abweichende Meinungen. Und wenn wir abweichende Meinungen haben, dann nehmen wir uns auch das Recht heraus, danach unser Abstimmungsverhalten auszurichten und lassen es uns dann nicht vermiesen, im Zweifelsfall uns zu enthalten. Sie sollten da etwas weniger empfindlich reagieren, vielleicht ein bisschen souveräner, nicht immer gleich alles als Majestätsbeleidigung wahrnehmen. Dann kommen wir hier zu einem konstruktiven Zusammengehen, zu einer konstruktiven Arbeit, wie z.B. bei diesem Gesetz zur Änderung des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes. Wir werden, um das noch einmal abschließend zu wiederholen, sowohl Ihrem Änderungsantrag wie dem Gesetzentwurf in der dann geänderten Fassung zustimmen. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht nun Frau Kollegin Goldbach. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich fand in einer Stellungnahme eine Überschrift ganz gut. Das war nämlich die
des Bundes deutscher Kriminalbeamter, die haben geschrieben, haben Tote eine Lobby? Ich denke, wir können hier alle gemeinsam in dem Haus diese Frage klar mit Ja beantworten, und wir haben sie gestärkt mit diesem Gesetzentwurf. Ein wichtiger Punkt war für uns die Einführung der Möglichkeit, für Kommunen in ihrer Satzung zu bestimmen, dass nur solche Grabsteine aufgestellt werden dürfen, die nachweislich nicht aus Steinbrüchen stammen, in denen es Kinderarbeit gibt. Da sind wir sehr froh, dass diese Möglichkeit jetzt geschaffen wurde, denn das war ausdrücklicher Wunsch einiger Kommunen, solche Satzungen bei sich zu verabschieden. Und ein ganz wesentlicher Punkt war die zweite Leichenschau. Da möchte ich auch noch einmal den Bund deutscher Kriminalbeamter zitieren, die gesagt haben, das ist eine große Hilfe bei der Sicherstellung, dass ein Mensch eines natürlichen Todes gestorben ist, oder sicherzustellen, dass wir weniger Fälle haben, in denen nicht natürliche Todesursachen nicht festgestellt werden. Ich möchte noch einmal auf einen Punkt eingehen. Die Änderungen, die wir aus der Anhörung aufgenommen haben, im Änderungsantrag hat der Kollege Bauer ja schon alle sehr sachlich zutreffend dargestellt. Aber es gab noch eine Anregung, die kam von Elterninitiativen und von der evangelischen und der katholischen Kirche. Das war nämlich die Anregung, dass wir auch für Kinder aus Schwangerschaftsabbrüchen und Frühgeburten mit einem Geburtsgewicht von unter 500 Gramm eine Bestattungspflicht einführen sollten. Dieses Anliegen ist sehr nachvollziehbar, und es wäre auch wünschenswert. Wir haben auch darüber geredet und nachgedacht. Diese Bestattungspflicht würde sämtliche Einrichtungen und Praxen treffen, die eben Geburtshilfe leisten oder Abbrüche vornehmen. Wir haben aber in der Anhörung genau diese Einrichtungen und Praxen nicht angehört. Deswegen möchte ich als Ausblick noch einmal sagen, das ist sicher vorstellbar, das noch zu regeln, denn das ist auch eine ethische Frage. Aber das sollten wir dann in einer weiteren Anhörung, wenn wir noch einmal Änderungen an dem Gesetz vornehmen, mit den Kirchen, der evangelischen, der katholischen Kirche, mit den Elterninitiativen gemeinsam hier besprechen und in Ruhe erörtern und eben auch in Abstimmung mit den Einrichtungen, die dann diese Pflicht zu tragen haben am Ende. Aber vorstellbar für die Zukunft als Ausblick wäre das dann schon. Insgesamt unterm Strich, wie gesagt, eine klare Verbesserung für den Bereich Bestattung. Und ich glaube, dass wir das heute alle gemeinsam guten Gewissens verabschieden können. Danke sehr. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Gibt es von der Fraktion DIE LINKE eine Wortmeldung dazu? Nein? Oh doch, bitte schön, Herr Schaus. Geben Sie es, wenn möglich, immer ein bisschen vorher ab. Ja? Sie haben das Wort. Ja, genau. Ich danke Ihnen, Frau Präsidentin, dass Sie mich extra noch einmal angesprochen haben. Ich will nur wenige Sätze dazu sagen. Wir hatten das ja sowohl in der Anhörung als auch bereits in der ersten Lesung. Wir haben uns zunächst, sage ich mal, als LINKE sehr gefreut, dass die Frage sozusagen Grabsteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit oder die Verhinderung von Kinderarbeit sozusagen auf diesem Weg ins Gesetz aufgenommen wurde. Bei genauerem Hinsehen, da hat der Kollege Franz ja schon darauf hingewiesen, gibt es aber hier in § 6a, der neu eingeführt wird, so viel Ausnahmeregelung, ja, dass letztendlich das ein Placebo ist. Und das will ich ausdrücklich darauf hinweisen. Das ist überhaupt keine Verhinderung von Kinderarbeit im Rahmen dieser gesetzlichen Bestimmung möglich. Und selbst wenn die Kommunen das jetzt in ihre Satzungen aufnehmen, haben sie keine Handhabe, letztendlich Kinderarbeit zu verhindern oder sie über diesen Weg zu bekämpfen. Das bedauern wir sehr, weil die Regelung, die noch im Jahre 2012, ich habe ja schon in der ersten Lesung darauf hingewiesen, sowohl von SPD, LINKEN und GRÜNEN damals in dieses Gesetz aufgenommen werden sollte, war viel eindeutiger und klarer. Und es wäre natürlich angesagt gewesen, sozusagen an diese alte Anleihe, an diese alte
Formulierung nachzulesen in der Drucksache 18/5764 auch anzuknüpfen. Also deswegen kann ich nur noch einmal sagen, wie auch immer diese sehr komplizierte, sehr lange Regelung hierzu zustande gekommen ist. Ich kann mir schon vorstellen, lebhaft, wo da sozusagen der Einzeldruck hergekommen ist. Aber dass letztendlich sozusagen die Firma sich selbst bescheinigt, dass sie keine Kenntnisse darüber hat oder alles getan hat, zu überprüfen, dass hier keine Kinderarbeit vorgenommen wird und vorliegt, ist mir persönlich und unserer Fraktion zu wenig. Das Zweite, auch darüber haben wir im Ausschuss noch einmal lange diskutiert. In der Anhörung haben mich mehrere Vorträge sehr beeindruckt, insbesondere aber die der Vertreterin des Vereins Sternkinder e.V. hier in Wiesbaden. Und, Sie haben es gerade, Frau Goldbach, angesprochen, dass jetzt eine Regelung im Vorgriff sozusagen auf eine Bundesregelung hier ins Gesetz aufgenommen wurde, begrüßen wir ausdrücklich. Aber es gibt damit trotzdem Probleme bei der Bestattung von Föten, von Embryos, von solchen, die über 500 Gramm sind vor der 24. Schwangerschaftswoche. Die gibt es auch. Und die dann sozusagen als Einzelbestattung vorgenommen werden wollen, wo der Verein für mich nachvollziehbar natürlich fordert, auch und gerade in solchen Fällen oder sozusagen den Bereich auszuweiten, dass in solchen Fällen auch eine gemeinsame Bestattung, die für die betroffenen Eltern vielleicht besser ist und nicht die Einzelbestattung vorgenommen werden soll, auch möglich ist. Nach der jetzigen Regelung ist diese 500-Gramm-Grenze sozusagen absolut, das ist klar. Und das bedeutet natürlich, und darauf will ich auch noch einmal abschließend hinweisen, dass dann, wenn Einzelbestattungen vorgenommen werden müssen, dann natürlich die Fristen einzuhalten sind. Wir wissen, dass diese gemeinschaftlichen Bestattungen von Föten und Embryonen, die jetzt unter 500 Gramm möglich ist, aber nur da möglich ist, nicht regelmäßig stattfindet, also nur mal zweimal im Jahr, zum Beispiel in Wiesbaden und so weiter, das nicht möglich ist. Und letztendlich gilt mein Appell an dieser Stelle auch noch einmal an die Kommunen, darüber nachzudenken, was in diesen speziellen Fällen, wie man in diesen speziellen Fällen mit den Gebühren umgeht. Einzelbestattung heißt, da kommen mehrere Tausend Euro Kosten auf die Eltern zu, auch in diesen Fällen. Ein Grabmal, die Grabmalkosten, die gesamten Bestattungskosten, all das, was damit zusammenhängt. Und das Eltern in so einer speziellen Situation dann auch noch einmal aufzubürden, finde ich, ist diskussionswürdig. Und es ist auch berechtigt, an den Gesetzgeber heranzutreten und zu sagen, schafft da Erleichterungen, die uns in dieser Situation weiterhelfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein paar wenige Bemerkungen von mir zu der Novelle. Der Schwerpunkt der Novelle liegt natürlich beim Verbot der Verwendung von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit. Dieses Verbot wurde auch in der Anhörung sehr positiv aufgenommen, meine Damen und Herren. Und die Anhörung hat meines Erachtens auch eindrucksvoll gezeigt, dass es einen breiten gesellschaftlichen Konsens der Ächtung von ausbeuterischer Kinderarbeit gibt. Der Gesetzentwurf nimmt es nunmehr für das Bestattungswesen auch entsprechend auf. Unser Ziel war es, ein möglichst effektives Verbot abzubilden. Das ist uns nach unserer Ansicht auch in diesem Gesetzentwurf gelungen. Darüber hinaus steht es nunmehr in der Entscheidung der kommunalen Selbstverwaltung, dort mit umzugehen. Meine Damen und Herren, darüber hinaus haben wir eine weitere gesetzlich essentielle Frage hier verankert, nämlich die Frage der Legaldefinition des Begriffs einer Leiche. Bei Herrn Kollegen Schaus ist das schon angeklungen. Ja, in der Tat, wir haben uns nunmehr an den personenstandsrechtlichen Begriff, der auf der Bundesebene jetzt eingeführt wird, gehalten, damit wir einen einheitlichen Rechtsanwendung und Rechtsbegriff haben. Und insofern ist das im Gesetz entsprechend verankert mit den Folgen, die dann eben das natürlich auch hat,
weil eine Leiche eben entsprechend zu bestatten ist. Meine Damen und Herren, darüber hinaus ist angesprochen worden die Qualitätsverbesserungen bei der zweiten Leichenschau. Und die Mitteilungspflichten bei einem nicht natürlichen Tod haben natürlich auch einen entsprechenden sicherheitspolitischen Hintergrund. Polizei und Staatsanwaltschaften sind für die Entscheidung zur Aufnahme von Ermittlungen darauf angewiesen, dass sie eben auch entsprechende Hinweise bekommen. Diese sind nunmehr im Gesetz durch die neue Regelung entsprechend auch so strukturiert, dass das entsprechend erfolgen kann. Darüber hinaus haben wir noch aufgenommen das Thema Bestattungsfrist für die Urnen. Dort ist vorgetragen worden, dass die vorgesehene 6-Wochen-Frist zu knapp ist. Wir haben dann in dem Änderungsantrag das entsprechend aufgenommen, auf 9 Wochen verlängert. Auch hier, wie ich finde, ein vernünftiger Kompromiss, den wir im Anschluss an die Anhörung hier aufgenommen haben. Insgesamt, glaube ich, ein guter Gesetzentwurf, der eine breite Zustimmung hier im Hause verdient. Ich würde mich freuen, wenn Sie dem zustimmen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Ich stelle fest, es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit lasse ich jetzt über den Gesetzentwurf abstimmen. Drucksache 19/4649, 19/6162. Wer seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, Bündnis 90 Die Grünen, SPD. Wer stimmt dagegen? Dafür auch Frau Kollegin Öztürk. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Fraktion DIE LINKE. Somit ist dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen und zum Gesetz erhoben worden. Vielen Dank.